Wir sind ja heute in der Kulissenhalle des Bayerischen Fernsehens mit dem Thema Texte zusammenfassen. Und natürlich mache ich das wie immer nicht alleine. Und dabei habe ich heute die... Hallo, ich bin die Manny, bin 15 und gehe in die 10. Klasse. Danke sehr. Und die... Hallo, ich bin die Vasiliki, ich bin 17 Jahre alt und gehe auch in die 10. Klasse. Hallo, und ich bin der Saki, 15 Jahre und ebenfalls in der 10. Und warum ich jetzt die Polaroids gemacht habe, verrate ich euch noch nicht. Also dranbleiben. Wenn ihr euch jetzt hier mal ein bisschen umschaut, da fallen euch bestimmt einige Sachen ins Auge, wo Textzusammenfassungen im Alltag vorkommen. Ja, im Internet bestimmt. Also wenn ich jetzt irgendwas suchen möchte, da kommt es ja in so Suchseiten. Kurz zusammengefasst. Ja, genau. Wenn ihr euch jetzt hier umguckt, fällt euch da irgendwas auf? In Buchrücken, da wird das Buch zusammengefasst. Genau. Also wenn ich zum Beispiel einen Film anschaue, im Fernsehen oder so, und ich möchte ihn meinen Freunden erzählen, dann fasse ich es ja auch zusammen. Genau, super. Also ihr habt schon ganz viele wichtige Sachen genannt. Ich denke, ihr seid alle große SMS-Schreiber, wie ich normalerweise meine Schüler so kenne. Da ist es letztendlich auch nichts anderes. Da fasse ich auch möglichst viel Inhalt auf kurzen Text zusammen, weil ich möchte natürlich auch nicht mehr bezahlen als nötig, ganz klar. Und darum wird es in unserer nächsten Übung gehen. Also bitte mal Handys zücken. Ich habe euch jetzt hier einen Text mitgebracht und ihr müsst jetzt wirklich gut aufpassen. Ich werde den vorlesen und ihr müsst dann hinterher versuchen, aus diesem Text eine SMS zu machen. Also gut zuhören. Ich komme am Sonntag, den 24., der laut Wetterbericht ein wunderschöner, sonniger Tag sein wird, nach München. Der ICE 1611, den ich um 11.52 Uhr in Berlin besteige, wird sicherlich wie immer um diese Uhrzeit sehr voll sein und ich werde Mühe haben, einen Sitzplatz zu finden. Und ich werde nach Zwischenhalten in Erlangen um 16.01 Uhr und in Nürnberg um 16.28 Uhr gegen 17.02 Uhr dann hoffentlich auch in der wirklich sonnigen Landeshauptstadt von Bayern ankommen. Der Zug wird dann in München gereinigt und fährt noch am gleichen Tag wieder zurück nach Berlin. Habt ihr euch alles gemerkt? Ihr lügt doch. Ich mach's euch ein bisschen einfacher. Ihr kriegt hier den Text nochmal. Der ist ja wirklich relativ lang. Und ihr kriegt noch einen Tipp von mir. Und zwar, überlegt jetzt einfach mal, wo sind die wichtigsten Infos versteckt? Und dabei können euch die W-Fragen helfen, nämlich wer, was, wie, wo, wann. Und ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr seid die Person, die diese SMS verschickt. Und der Empfänger muss natürlich bestimmte Infos bekommen, sonst weiß er gar nicht, wo er euch abholen soll. Es wäre natürlich blöd. Und das müsst ihr jetzt eben in dieser SMS umsetzen. Okay? Dann versucht es mal einzutippen. Schaut so aus, als wärt ihr fertig. Wir fangen mal an. Ich kann anfangen. Leg los. Okay. Komme am Sonntag, den 24. um 11.52 Uhr an und werde nach vielen Zwischenstopps um 17 Uhr in München angekommen sein. Aha. Sagt was dazu. Ja, ich glaube, die Zwischenstopps sind unwichtig. Genau, das interessiert den nicht. Verstehst du, ist für dich zwar blöd, wenn du so viele Zwischenstopps hast, aber jetzt nicht wirklich wichtig. Machst du mal weiter? Okay. Also, ich komme am Sonntag, den 24. gegen 17 Uhr am Münchner Bahnhof an. Der Zug fährt am selben Tag wieder zurück nach Berlin. Schön, freuen sich die Berliner, aber ganz ehrlich, was meint ihr? Dass der Zug wieder zurückfährt, ist, glaube ich, unwichtig. Genau, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt reinschreiben. Okay, noch ein Versuch. Ich fahre am Sonntag, den 24. mit dem ICE 1611 von Berlin aus um 11.52 Uhr nach München. Ich werde gegen 17 Uhr ankommen. Mhm. Sind auch viele Infos drin. Was könnten wir streichen, wenn wir das jetzt wirklich ganz, ganz kurz machen wollten? Was meinst du, was ist nicht so wichtig? Wann ich losfahre? Genau. Das ist dem vermutlich ziemlich wurscht, wann du da in den Zug einsteigst. Hauptsache, du kommst irgendwann an. Auch die Nummer ist vielleicht nicht so wichtig, ne? Ob das jetzt der 1611er ist. Ja, wenn ich jemand abholen will, kann man schon machen. Muss man nicht unbedingt, ne? Auch dass es ein ICE ist. Könnte man rauslassen. Versuchen wir doch einfach mal die wichtigsten Sachen jetzt aufzuschreiben. Wie schaut denn jetzt die ideale SMS aus? Was muss rein? Was muss auf jeden Fall rein?
Also, dass ich am Sonntag, dem 24. von los war, einfach. Genau. Und um 17 Uhr in München ankomme. Ganz genau. Und vielleicht noch ein bisschen exakter, wo in München? Am Bahnhof. Bahnhof. Am Bau? Nee, am Bahnhof. Wir kommen am Hauptbahnhof in München an. Genau, das klingt auch schon mal ganz gut. Die ideale SMS lautet also, komme am Sonntag, den 24. gegen 17 Uhr in München am Hauptbahnhof an. Bevor wir uns jetzt an die ganz langen Texte heranwagen, kriegt ihr von mir noch mal ein paar Tipps, ein paar Regeln, wie man Texte zusammenfassen kann. Und zwar geht es damit los, dass ich natürlich erstmal den Text gründlich lese. Da muss ich mich noch nicht mit jeder Kleinigkeit aufhalten, sondern ich muss erstmal verstehen, worum geht es denn überhaupt. Das andere kommt dann an zweiter Stelle und zwar versuche ich da, unklare Stellen zu klären. Wie machst du das? Ja, vielleicht nochmal den Text nochmal durchlesen, genau. Oder die eine Stelle oder auch Wörter im Blut nachschlagen. Genau, das ist eine gute Möglichkeit. Dann muss ich mir überlegen, was für eine Textsorte ist das denn überhaupt? Warum muss ich das machen? Tja, ihr seid ratlos, das sind Schüler meistens. Die wissen nicht, warum sie das tun sollen, dabei ist das ganz wichtig. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Satire. Da ist in der Regel alles ironisch gemeint und ihr versteht nicht, dass das ironisch gemeint ist, dann kapiert ihr den Text überhaupt nicht. Dann nehmt ihr das alles bierernst und liegt damit völlig falsch. Insofern immer überlegen, was für eine Textsorte ist das. Dann muss ich natürlich versuchen, jetzt diesen langen Text in Sinnabschnitte aufzuteilen. Wie mache ich das? Durch eigene Abschnitte. Ja? Also selbst welche formulieren. Also selbst. Ja. Das kommt dann, also erstmal erkenne ich es, ja. Hast du gesagt, dadurch, dass ich im Text Abschnitte habe und ich erkenne es natürlich auch daran, dass ein Gedankengang zu Ende ist. Und, jetzt hast du das so ein bisschen gemischt, jetzt kommt nämlich noch das, dass ich zu diesen Sinnabschnitten dann Kernaussagen formulieren muss. Sprich, ich nehme den Sinnabschnitt her und überlege mir einen zusammenfassenden Satz dazu oder eine kurze Überschrift. So, und jetzt noch einen wichtigen Tipp für alle, die kurz vor der Prüfung stehen. Da müsst ihr nämlich manchmal Inhaltsangaben schreiben. Da gibt es bestimmte Kriterien. Einmal, ihr wählt als Zeitform die Gegenwart. Dann kommt ein kurzer Einleitungssatz, da nennt ihr die Textsorte und den Autor und sagt kurz, worum es geht. Dann kommt der Hauptteil, da versucht ihr den Inhalt nach Sinnabschnitten zusammenzufassen. Und bitte bemüht euch insgesamt um eine sachliche Sprache. Und dann klappt es auch in der Prüfung. Jetzt schauen wir mal, ob ihr das, was ihr gelernt habt, auch wirklich anwenden könnt. So, ihr dürft jetzt eure Foto-Love-Story knipsen. Ich lese euch jetzt mal einen Text vor und ihr hört ganz genau zu. Tim und Linda sind ein Pärchen. Sie laufen Arm in Arm die Straße entlang. Auf einmal wirft Linda Tim vor, er habe auf der Party am Samstag ständig Melanie schöne Augen gemacht. Er streitet es ab, aber Linda beharrt darauf. Vor Lindas Wohnung eskaliert der Streit im Treppenhaus, woraufhin Linda die Türe öffnet, sich zu Tim umdreht und sagt, das war's, es ist aus mit uns. Daraufhin dreht sie sich um und geht weg. Tim bleibt frustriert zurück. Einige Tage später ist Sophia, Lindas Freundin, bei ihr. Beide bereiten sich auf die Party am Abend vor. Linda ist jedoch alles andere als überzeugt davon, dorthin zu gehen, denn Tim wird wahrscheinlich auch dort sein. Linda ist nach wie vor wütend auf Tim, doch inzwischen auch ein wenig unsicher, ob ihre Entscheidung, Schluss mit Tim zu machen, die richtige war. Denn sie hat Tim seitdem nie mit Melanie zusammen gesehen oder von ihren Freundinnen gehört, dass Tim mit Melanie zusammen ist. Deshalb ist sie unsicher, wie sie sich entscheiden soll. Und ob es nicht sogar peinlich für sie werden könnte, wenn all die anderen aus der Clique sich über sie lustig machen. Sophia ist nun auch genervt und fordert, Linda solle sich nun mal entscheiden, ob sie mitkommt oder nicht. Sie nimmt wütend ihre Sachen und geht. Linda bleibt traurig sitzen. Auf einmal klopft es an der Tür. Linda denkt, es sei Sophia, die etwas vergessen hat. Doch als sie öffnet, steht Tim mit Blumen vor ihr. Er sagt ihr, dass er sie total vermisst habe und dass an der Geschichte mit Melanie wirklich nichts dran sei. Linda fällt ihm um den Hals und entschuldigt sich für ihre Verdächtigungen.
gebe zu, das war jetzt ziemlich lang, deswegen hier für euch nochmal den Text zum Nachlesen. Denn eure Aufgabe wird jetzt sein, daraus eine Foto-Love-Story zu machen. Das heißt, ihr müsst versuchen, diesen relativ langen Text in wenigen Bildern zu erzählen. Und dabei natürlich auch die Kernaussage treffen. Was ist denn das in dem Fall? Was ist die Kernaussage? Ja, dass man halt nicht voreilige Schlüsse ziehen sollte. Das wäre jetzt sozusagen der Sinn des Textes. Jetzt bleibt man näher am Text dran, versucht man den Inhalt in ein oder vielleicht auch zwei Sätzen zusammenzufassen. In dem Text geht es eigentlich darum, dass Linda Tim Sachen vorgeworfen hat, die überhaupt nicht stimmen. Und sie dafür dann die Konsequenzen zieht. Die Konsequenzen sind was? Dass sie Schluss gemacht hat und sich schlecht gefühlt hat dabei. Genau. Und wie geht's aus? Ja, also der Tim steht dann vor ihrer Haustür und sie versöhnen sich. Ja. Das heißt, wir können das Ganze in einem Satz zusammenfassen. Linda macht Schluss mit Tim, sie bereut es und zum Schluss versöhnen sie sich wieder. Sehr gut. Jetzt versuchen wir mal, den Text in Sinnabschnitte aufzuteilen und dazu dann Überschriften zu finden. Normalerweise würdet ihr jetzt im Text an den Absätzen schon erkennen, wo die Sinnabschnitte sind. Wir haben es jetzt aber ein bisschen schwieriger gemacht, sonst ist ja keine Herausforderung für euch. Das heißt, überlegt euch jetzt einfach mal, wo hört ein Gedankengang auf und wo fängt ein neuer an? Schaut es euch mal an. Vielleicht hier, wo steht, dass Tim frustriert zurückbleibt und danach fängt sie an, einige Tage später. Genau, warum? Ja, das ist ja ein ganz neues Thema eigentlich. Genau. Ja, markieren wir mal. Gut. Wo ist der nächste Sinnabschnitt? Linda bleibt traurig sitzen und auf einmal klopft es an der Tür. Warum? Also, weil hier bleibt sie traurig sitzen und plötzlich passiert etwas anderes. Genau, ne? Es geschieht etwas Neues. So, sehr gut erkannt. Und jetzt haben wir diese drei Sinnabschnitte und müssen uns mal überlegen, wie können wir die denn jeweils in eine kurze Überschrift zusammenfassen. Versucht es mal. Also ich glaube, bei diesem Sinnabschnitt ist es ja der Streit, weil sie gehen hier durch den Park und danach fangen sie sich richtig an zu zoffen. Gut, kleben wir mal daneben. Genau. Im zweiten denke ich mal Lindas Verzweiflung, weil in dem Sinnesabschnitt, da geht es eigentlich hauptsächlich nur um ihre Verzweiflung. Mhm. Gut, die Verzweiflung und das letzte. Ja, also beim letzten Abschnitt ist es ja, sie versöhnen sich ja dann, weil er ja dann zu ihr kommt und sich entschuldigt und sie entschuldigt sich ja auch dann für ihr Verhalten. Ja, dann sind sie alle wieder gut. So, ihr dürft jetzt eure Foto-Love-Story knipsen. Wir übernehmen die Kamera. Ich? Bitteschön. Dankeschön. Und los geht's. Hier schaut es doch schon mal ganz gut aus. Sollen wir es hier machen? Ja. Ich finde, das ist eine gute Stelle. Okay. Jetzt überlegt euch noch mal, dieser erste Sinnabschnitt, was für Bilder brauchen wir denn da? Also als erstes halten sie ja Händchen. Genau. Das wäre das erste Foto. Das zweite ist der Streit. Also wo sie den Tim alleine lässt. Mhm. Und dann auch noch, wie der Tim dann alleine da steht. Genau, also wir brauchen drei Fotos. Genau. Mach mal. Okay, also ich würde mal sagen, ihr zwei, ihr setzt euch hin und tut so wie ein verliebtes Pärchen, also. Okay. Ihr müsst euch ja nicht küssen. Oder was, ach doch. Nein. Das will ich dir nicht antun. Leute, so kann ich nicht arbeiten. Okay. So, schnell auseinander. Okay, also ich sehe schon, ihr seid jetzt fertig mit eurer Foto-Love-Story und es ist richtig gut geworden. Mein persönliches Lieblingsbild ist das hier. Guckst du richtig schön erschrocken? Sehr gut. Aber jetzt ist es natürlich beim Texte zusammenfassen so, dass ich das Ganze auch irgendwo schriftlich machen muss. Und ihr habt das auch schon daneben geschrieben. Lest doch mal bitte eure Zusammenfassungen von den Sinnabschnitten vor. Also Linda und Tim streiten sich, weil Linda eifersüchtig ist. Und wütend lässt sie ihn dann stehen.
Genau, kann man gut sehen. Also einige Tage später schminken sich Linda und ihre Freundin Melanie für eine Party, doch Linda bleibt schließlich zu Hause, aus Angst, Tim dort zu treffen. Sie zweifelt, ob die Trennung richtig war. Genau. Kurz darauf steht Tim mit Rosen vor der Tür und die beiden versöhnen sich wieder. Rosen, hä? Naja. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Aber habt ihr wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ich glaube, ihr habt gesehen, Texte zusammenfassen kann richtig Spaß machen, wenn man es richtig macht.